Meine lieben Damen und Herren, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich mache mal als erste Zündung an. Da habe ich mich schon informiert, weiß, wie man das macht. Ja, sehe ich. Dreimal drücken. Ohne Bremse. Perfekt informiert. So eine Scheiße. Und jetzt kannst du auf die Bremse und starten. Echt jetzt? Oh, Alter, wild. Mach mal kurz die Scheibe runter. Hört ihr das? Ich hör's. Moment, hört mal zu. Geil. Das ist wie wenn ich das erste Mal Auto fahre. Ich merk's. Du musst auf Red D. Jetzt bist du auf D. Und das hier wichtig, ausmachen. Dass das leuchtet. Okay. Dass der Motor nicht ausgeht bei der Ampel oder so. Danke, wir kommen in der Fahrstunde. Ja, herzlich willkommen. Dann fahren wir mal, ja? Wenn der Fahrlehrer nichts sagt, bin also gerade ausgefahren. Ich zitter richtig. Ich bin mega aufgeregt. Das ist eigentlich für mich das erste Mal, dass ich einen M habe. Den M235 kann man nicht wirklich M nennen, würde ich sagen. Obwohl er fast so schnell war wie einer. Manchmal auch schneller. Also wenn du überlegst, der Motor hat hier in der 460 PS Variante, im Prinzip ist es wie so ein gedrosselter M3, M4 Motor. Eigentlich ist das gleiche. Genau, es ist, nur die Software ist exakt der gleiche Motor. Wir haben nur eine andere Software verbaut, wir haben sogar das gleiche Getriebe verbaut. Sieht man auch schön an der Schalteinheit, also auch das Wandler-Achtgang-Getriebe. Ja, ich habe ja erst überlegt, einen Schalter zu holen, weil beim Schalter ist immer das Problem, da muss ich die Kupplung verstärken. Ich muss echt sagen, beim Anfahren ist der Sound echt wirklich gut kernig. Der Sound, der wird sich schon noch verändern. Vor allem warte mal ab, bis der mal so 1000 Kilometer hat und die Auspuffanlage mal richtig warm ist. Mhm. Da geht auch noch ordentlich was vom Sound her. Bin ich echt gespannt. Assistenten habe ich ja keine geholt, gell? Ja, also wir haben den Driving System dabei. Das ganz normale Paket im Prinzip, weil du ja gesagt hast, hey, du willst dich da mehr aufs Fahren konzentrieren. Mhm. Gerade dadurch, dass kein Daily wird, möchtest du einfach ein Auto haben, das Spaß macht. Genau. Und deswegen hier nur das Standardpaket. Sehr schön. Aber das Wichtigste hast du drin, Carboninterieur. Ja, das war sehr wichtig. Wo dann auch die Pedals die großen sind. Mhm. Ja, sonst hast du ja die normalen Pedals. Das wären dann die großen Pedals. Genau. Harman-Kardon-Anlage. Ansonsten die mittleren Sitze, die M-Sportsitze, die auch hier dabei sind. Die fand ich auch richtig geil, die Carbon-Schalensitze. Ja. Aber ich fand schade, dass man die nicht einzeln bestellen konnte. Sonst hätte ich die bestellt. Die gab es nur in dem... Nur in dem kompletten Track-Paket. Ja. Da hast du andere Reifen. Gut, das ganze Carbon-Zeug, was ich eh habe, hätte man auch. Ja. Die V-Max wäre aufgehoben. Ja. Auf 285. Auf 285 von 250. Genau. Noch irgendwas war da. Aber ich habe es halt dann nicht eingesehen, so viel Geld zu zahlen für die Aufhebung und die Sitze. Ich glaube, da kümmerst du dich sowieso anderweitig drum. Früher oder später auf jeden Fall. Vielleicht. Da ist schon was geplant. Vielleicht. Vielleicht. Alter, aber ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Guck ich mir gerade. Wie breit er ist, gell, hinten raus. Das ist ja brutal. Der ist ja wirklich, wirklich breit. Ja. Also der halbe Spiegel ist die Seitenwand. Das ist ja anders wild. Willst du auch was vom Red Bull? Darf ich hier drin trinken? Nein. Darfst du nicht. Also das erste Getränk wird in neuem Auto getrunken. Das ist ein Red Bull Sugar Free. Sagen geteilt, natürlich. Würde ich auch sagen. Eigentlich wollte ich dich fahren lassen. Ich wollte es einfach mal so einfach genießen. Aber du wolltest ja nicht. Du bist ja schon seit mehreren M2 gefahren. Ja. Ich, hab durch die Arbeit das Privileg, da öfters mal ein M zu fahren. Ja. Guck mal, ich bin jetzt, wie lange fahren wir? 10 Minuten, 20 Minuten fahren wir das erste Mal mit dem Fahrzeug. Das fährt sich wirklich angenehm. Gut, wir sind jetzt gerade nur in der Innenstadt, noch keine Autobahn gefahren oder keine Landstraße. Die haben nicht geguckt. Hey, ich habe noch nie so viel Polizei hier gesehen. Das oder es fällt mir gerade einfach nur mehr auf, aber. Ja, wir haben, sagen wir so, wir haben kein Kennzeichen vorne dran, weil ich wollte nicht in den Halter bohren, weil der kommt eh weg. Da werde ich mir noch was bauen, beziehungsweise eher was basteln für den Übergang. Und dann musste ich jemanden suchen, der einen 3D-Drucker hat. Und dann möchte ich mir schön zwei Kennzeichenhalter bauen, die nur an der Schräge sind, die aber vorne im 90-Grad-Winkel enden, okay, ja, dass ich das Kennzeichen vorne dran machen kann. Okay. Was ich schade finde, bei den US-Fahrzeugen wurden die Fahrzeuge ohne Halter ausgeliefert, bei den EU-Fahrzeugen alle mit Halter. Anscheinend ist es ein sicherheitsrelevantes Bauteil, der Kennzeichenhalter.
Was ich eigentlich Quatsch finde, weil in den USA ist es kein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ja, aber du weißt, wie die Amis drauf sind, wie die Deutschen drauf sind. Ja, klar. Ja, da muss dann alles sicher sein, dass wenn du einen Fußgänger umfährst, genau, dass dann halt alles passt. Das, genau, ja, genau, genau. Aber du siehst ganz genau an der Front des Fahrzeugs, es wurde nicht für den europäischen Markt gemacht. Weil es wurde ganz spezifisch für den amerikanischen Markt gemacht, beziehungsweise entwickelt und gebaut, weil die ohne Kennzeichen vorne fahren. Zu 80% und schon. Der weiß, was gut ist. Der Blue Boot? Mhm. Der Blue Boot, richtig krass. Im Vergleich zum M3, M4 blubbert er schon gut. Schalt einfach nur mal einen Gang zurück jetzt. Gib mal so ein bisschen. Kann ich, der nimmt nicht Gas. So, und jetzt vom Gas runter. Ne, nochmal zurückschalten. Bisschen Gas. Runter. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video hört, aber. Ich glaube nicht. Also ich empfehle für die Einfahrkontrolle, die ersten 500 Kilometer wirklich Piano zu machen. Das A und das O finde ich ist immer Motor, Start, Stopp, Ausmachen. Einfach, dass der Motor sich einläuft. Zwischen 500 und 1000 kann man dann schon mal so bis 3, 3,5 gehen. Genau. Vielleicht auch 4. So würde ich es auch machen. Genau. Und ab 1500 könntest du schon mal mehr machen. Das ist dann aber, also ist ja kein Kickdown, aber da kannst du dann auch schon mal bis 5,5 oder so drehen, bis vielleicht bis 6. Mach das ruhig, wenn der Motor warm ist. A und O ist immer Motor warm und kalt fahren. Das ist klar. Klar. Ja, aber alles andere würde ich, ja, du hörst, du spielst gerade rum. Alles andere würde ich dann schon eher ein bisschen kerniger einfahren, weil der Motor dann einfach, einfach mehr gewohnt ist auch. Ha, ein bisschen hart ist das Fahrzeug, aber nicht so. Aber wir haben das Fahrwerk jetzt auf Komfort. Genau. Soll ich mal auf Fahrwerk auf. Mach mal das Fahrwerk auf Sport. Oder Sport Plus? Merkt man schon. Merkt man auf jeden Fall. Merkt man auf jeden Fall das Fahrwerk. Das Geile ist, dass du ab G-Reihe auch deine Bremse ansteuern kannst. Okay, das heißt, du kannst einfach das Ansprechverhalten von der Bremse steuern zwischen Komfort und Sport. Okay, cool. Und M-Traction Control ist halt, das machen wir, besprechen wir dann nach der Einfahrkontrolle. Okay. Ja. Das interessiert mich jetzt eh nicht. Er ist hoch wie ein Bus, muss ich sagen. Es ist nicht mein Geschmack. Aber in diesen Videos werdet ihr was sehen, was wir mit dem Auto machen, bis wir ihn gemacht haben oder machen werden. Und von dem her, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal so einen kleinen Talk im Auto gehabt bei der allerersten Fahrt, das erste Fahrgefühl, die Erlebnisse, mal gucken, was das Fahrzeug so von sich gibt, wie es klingt. Der allererste Herzschlag. Der allererste Herzschlag. Oder der erste Atemzug. Ja, meinerseits sozusagen. Ja. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hiermit verabschiede ich mich und Max natürlich auch. Ciao, ciao. Mach's gut, haust rein. Ciao.